ich habe hier eine kleine Kundentabelle und ich möchte mir aus dieser Kundentabelle anhand von Kundennummern, die ich mir hier aus dieser Liste entnehmen kann, mit Hilfe der S-Verweisfunktion die Adressdaten ausgeben lassen. Dieser Kundentabelle, die die Matrix sein soll, habe ich einen Bereichsnamen gegeben, der lautet hier Adressen. Und ich möchte zeigen, wie wir hier den Spaltenindex dynamisch festlegen können, damit wir beim Kopieren der Formel den Spaltenindex nicht per Hand jeweils für jede Spalte ändern müssen, sondern der soll sich hier dynamisch eben anpassen. Wir haben hier also die S-Verweisfunktion, das Suchkriterium steht in D10, ist also die Kundennummer, die habe ich hier absolut gesetzt, die halten wir also fest, damit die sich beim Kopieren nicht verändert. Dann haben wir die Matrix mit dem Namen Adressen und jetzt kommen wir hier zum Spaltenindex. Hier möchte ich also nicht starr den Wert 2 eingeben. Wir suchen hier erst einmal nach dem Vornamen, dann geht er hier in die erste Spalte, findet die Kundennummer 110 und geht dann weiter nach rechts und findet in Spalte 2 der Matrix den Vornamen Hubert. Wenn ich den Wert 2 jetzt hier so eingeben würde und die Formel nach rechts kopieren würde, dann steht der Wert 2 fest und ich müsste dann hier für jede weitere Spalte, Name, Straße, Postleitzahl, Wohnort, dann den Spaltenindex hier per Hand ändern. Das will ich nicht und deshalb habe ich hier als erstes mir eine Hilfszeile angelegt. Da stehen die Spaltennummern drin und ich brauche als Spaltenindex also den Wert 2. Und da gehe ich hin und sage, nimm dir den aus der Zelle C8 und dann kann ich das bestätigen und mir nach rechts kopieren. Und wir sehen, wir kriegen für jede Spalte aus der Matrix auch hier die richtige Anzeige, weil der Spaltenindex beim Kopieren angepasst wurde. Und wen jetzt diese Hilfszeile hier stört, der kann ja hingehen und die ganze Zeile hier ausblenden. Man kann auch hingehen und hier sich die Zeile weiß einfärben, dann sind die Werte auch verschwunden. Man kann die aber auch so stehen lassen. Den Spaltenindex dynamisch mit einer Hilfsspalte festzulegen, ist also eine ganz einfache Möglichkeit. Ich kann das auch mit einer Funktion machen und zwar mit einer Funktion Spalte. Die Funktion Spalte deshalb, weil wir das hier spaltenweise nach rechts kopieren. Da gehe ich hin und gebe die Funktion mal ein, Spalte. Hier müssen wir jetzt nur drauf achten, die Funktion Spalte. Und wenn ich hier einen Bezug festlege, dann bekomme ich einen Wert zurückgegeben und die Funktion bezieht sich aber auf das gesamte Tabellenblatt. Das heißt, die Spaltennummern der Matrix sind nicht identisch mit den Spaltennummern des gesamten Tabellenblattes. Darauf müssen wir also achten. Ich nehme hier B10, mache hier noch eine Klammer und dann erhalten wir hier als Spaltenindex mit der Funktion Spalte und dem Bezug B10 den Wert 2 ausgegeben. Ich kann das wieder bestätigen und nach rechts kopieren. Und auch hier passt sich der Spaltenindex an, weil der Zellbezug mit kopiert wird. Und was hier spaltenweise geht, das funktioniert natürlich auch zeilenweise. Hier wollen wir also zeilenweise die S-Verweisfunktion nach unten kopieren, um uns die Werte ausgeben zu lassen. Und dann nehmen wir als Spaltenindex dann die Funktion Zeile. Und als Bezug müssen wir halt festlegen, dass es die
Zeile 2 sein soll. Die finden wir in der Zelle A2 oder B2 oder E2 oder H2. Das ist hier auch ganz egal. Wichtig nur, dass es in der Zeile 2 ist. Und auch das kann ich dann bestätigen und kann das mit Doppelklick nach unten kopieren und habe auch hier die Daten korrekt wiedergegeben. Ich kann die S-Verweis-Funktion ebenso als Matrix-Funktion festlegen. Dazu gehe ich in die Zelle F17, markiere hier den ganzen Bereich schon mal, gehe mit F2 wieder in die Funktion. Wir benutzen als Spaltenindex hier ebenso die Funktion Zeile. Hier gebe ich als Bezug jedoch nun nicht nur eine Zelle an, sondern einen ganzen Bereich. Wir brauchen hier die Werte von 2 bis 6, also gebe ich an A2 bis A6 und erhalte dann entsprechend die Werte als Spaltenindex zurückgegeben und mit der Taste Steuerung, Umschalt und Enter erzeuge ich jetzt die Matrixfunktion. Das sehen wir hier oben an den geschweiften Klammern, die eben so nicht einzugeben sind, sondern nur mit der Tastenkombination Steuerung, Umschalt und Enter. Nun funktioniert das Anpassen des Spaltenindex beim Kopieren ja somit hier ganz gut. Solange wie die Daten innerhalb der Tabelle hier auch nebeneinander stehen, die wir ausgegeben haben wollen. Was passiert nun, wenn das nicht mehr der Fall ist? Ich habe hier zwischen den Spalten Vornamen und Namen noch eine Spalte eingefügt, die Spalte Titel und hier eine Spalte Mädchennamen. Gleichzeitig wollen wir aber immer noch nur die Adressdaten hier ausgegeben haben. Wir haben also hier Spalten dazwischen, die wir für die Ausgabe nicht gebrauchen können. Dann funktioniert das mir mit dem Weiterkopieren nicht mehr. Und dafür benutze ich jetzt als Spaltenindex die Funktion Vergleich. Die Funktion Vergleich, die benötigt hier das Suchkriterium. Das steht in B13. Das ist hier der Vorname. Das ist also die Spaltenüberschrift. Und diese Spaltenüberschrift, die soll er suchen in der Suchmatrix. Und die Suchmatrix, das sind die Spaltenüberschriften unserer Tabelle. Der habe ich hier den Bereichsnamen Kopfzeile gegeben. Hier wird also gesucht nach Vorname und der Vorname steht in der Spalte 2. Und ich habe hier angegeben als Vergleichstyp genaue Übereinstimmung. Dann gibt er mir also, wenn er den Vornamen hier gefunden hat, den Wert 2 als Spaltenindex zurück. Dann kann ich das bestätigen und ich bekomme hier den Vornamen Tina angezeigt. Kann das hier wieder nach rechts kopieren. Das funktioniert also hier spaltenweise und ich habe hier die Funktion auch nochmal eingegeben. Hier ist dann das Suchkriterium in B16, ebenfalls der Vorname. Und ich kann das hier mit Doppelklick nach unten kopieren und bekomme auch hier eine exakte Ausgabe. Wenn also die Daten, die wir ausgegeben haben wollen, in der Tabelle nicht unmittelbar nebeneinander stehen, dann ist die Funktion Vergleich als Spaltenindex hier am flexibelsten und allen anderen Funktionen eigentlich vorzuziehen. Ich kann hier sogar hingehen und sagen, ich möchte hier den Namen haben und hier den Vornamen. Und damit können wir also ganz dynamisch den Spaltenindex in der S-Verweisfunktion festlegen. Okay.